Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es wieder ums PvP. Was hat sich die letzten 1,5 Wochen so verändert? Wir fangen an. Ich habe wieder ein paar Ketten gehabt, wieder ein paar Armbänder. Das mache ich jetzt so fast jeden Tag. Guck, wenn was günstiges auf dem Markt ist und kauf es mir ein. Ja. Wenn ihr so plus 9 Versuche sehen wollt, könnt ihr es in die Kommis schreiben. Ich habe so alle 2-3 Tage habe ich ein paar plus 9 Versuche. Und das mache ich alles beim Gildenschmied. Ich habe mir jetzt eine Granatheizkette letztens noch auf 9 geabt und eine Smaragdheizkette. Klar, die Ketten sind jetzt nicht unbedingt geeignet für wirklich das PvP. Das ist jetzt eher für Duell-Sachen gut, weil man eher so guckt, dass man DB holt. Also ich will mir eigentlich eher HTKs besorgen mit gut Dev und damit eher kämpfen. Dann Eisensiegel technisch. Das für den neuen Gürtel, also den Schattengürtel, wo ich mir herstellen will, da bin ich jetzt bei 31,45. Da kommt jetzt dann auch bald der Versuch. Bin ja auch gespannt, ob man den herstellen. Ist nochmal gegen Ninjas gut. Ich werde gucken, dass ich 6. 7. Boni jetzt mal noch mache. Dann der nächste Punkt, was passiert ist, mein Runenschwert ist auf plus 9 gegangen. Das mit 10 AM 10 DB 5 Ohnmacht. Da werden wir auch noch gucken, dass ich mir noch ein zweites mit 10 AM 10 DB hole, aber ja, das dauert noch. Ich habe jetzt das Kyanid und das Runi und jetzt fehlt quasi nur noch was gegen Lucana. Ich werde mir auch hin und wieder dann vielleicht Nummer 1 holen, da ich einfach ein bisschen Mix habe. Dann habe ich einmal noch 1 KDP 10 Magie reingeswitcht, weil das hatte davor nur 1,5 TP. Werde ich aber alles noch switchen müssen, auch die ganzen Ketten nochmal. Und auch die Armbänder sind jetzt nicht wirklich gut, da werde ich auch nochmal switchen müssen. Aber in den Kämpfen merke ich schon langsam, ich werde auf jeden Fall besser. Die Leute machen mir nicht mehr so viel Schaden, wie sie mal gemacht haben. Und ich mache mehr Schaden. Weil ich habe mir jetzt auch einen neuen Helm gekauft. Mit 15 Magie, 10 HM. Also als kleines Beispiel. Der hat jetzt auch 6. 7. Boni. Ich wollte unbedingt Blutung drin haben. Klar kann man natürlich auch AW nehmen. Aber es hat jetzt nicht reingepasst mit dem Switchen. Wenn man jetzt den alten Helm, mit dem ich halt gekämpft habe, anschaut, dann sieht man halt den Unterschied. 15 Feuer, das bringt auf jeden Fall was im PvP. Und ja, jetzt habe ich halt 15 Magie, 10 HM, was will man mehr? Perfekt, gelaufen. Dann ist nochmal was passiert und zwar habe ich mein Kyanid-Schwert mit 6. 7. Boni boniert und beim Rausholen bringt auch ein bisschen was natürlich für den ZA, aber jetzt nicht wirklich. Das war jetzt nicht der Grund, warum ich freue, weil es ist einfach halt beim Rausholen beim 6. Boni 50 magische Angriffswert rein. Das macht das Ding natürlich wertvoller und begehrter, gerade für Magiesuras oder so. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, ich habe mich gefreut. Umswitchen tue ich den Boni sicherlich nicht mehr, weil ich habe ihn ja nicht geswitcht im Endeffekt, sondern direkt beim Bonieren bekommen. Optimal. Klar, der zweite Boni bringt nicht viel, das ist Crap. Da kann man nichts damit anfangen, großartig. Aber trotzdem habe ich mich gefreut, dass halt 50 magische Angriffswert rein sind. Optimal gelaufen, würde ich sagen. Dann habe ich mir ein Kostüm besorgt. Und zwar mit 15 Einhand, 15 Dolch, 15 Magie. Auch ein optimales Dev-Kostüm, würde ich sagen. Dev 50-70% vom Server zumindest mal weg. Wenn ich so die Chars anschaue, gegen die ich kämpfe, das sind meistens Ninjas, Krieger oder Magieklassen. Also so Lucana sehr selten dabei, Zweihand selten dabei, wobei, ja, es baut sich ja gerade ein Mentor auf. Da ist jetzt gerade eben, deswegen, ich habe den Part schon mal gedreht gehabt, da war jetzt der Waffenskin noch nicht fertig, beziehungsweise noch nicht geswitcht. Ich habe mir einen Waffenskin gekauft und habe den geswitcht und kam 12 Int, 10 HM, 15 Zora, nein, also nochmal ein bisschen Def gegen die, ja, Krieger. Fand ich lustig, klar, das wäre mir natürlich, also den Skin, den ich mir bildlich vorstelle, wäre 12 in 10 HM 10 DB, aber ja, vielleicht taucht er irgendwann mal auf und dann hole ich mir den auch, aber der reicht mir jetzt erstmal. Jetzt habe ich im Endeffekt bis auf die Mütze ist halt Crap, die ist halt für PvM geeignet, bis auf die Mütze habe ich jetzt mal meine Kostüme soweit fertig. Damit lässt sich schon mal was anfangen. Gut, den Skin habe ich jetzt noch nicht getestet, also da muss ich erst meine selben Eindrücke sammeln, weil den habe ich jetzt halt bisher noch nicht getestet. Bin gespannt, was der ausmacht.
Pets können wir natürlich noch gucken, weil, ja, ich benutze da bisher nur meinen Bushido zum Kämpfen. Also der hat halt nur den Bersi-Wert drin, deswegen benutze ich den. Keine Def oder sowas, da muss ich mir halt noch ein paar Rasas besorgen. Da wäre es natürlich auch geil, wenn man 10 oder ein 5 HM, 10 Widerstand gegen Halbmenschen und ein bisschen Def oder so drin hätten. Würde auch noch ein bisschen was bringen im Tali. Aber ja, zurzeit gibt es sehr viel One aus für PvP. Und jetzt muss ich mal gucken, was so die nächsten Sachen wohl, weil das waren jetzt einfache Sachen. Da braucht man jetzt nicht viel Geld ausgeben. Ja, so 200 Won, 300 Won sind da jetzt schon draufgegangen für die ganzen Sachen da. Aber trotzdem. Ja, ich bin gespannt. Den Waffenskin werde ich testen. Wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Damage draufkommen. Das freut mich natürlich. Und so, der Rest kann ich jetzt eigentlich sehr gut wegdeffen. Ich bin mal gespannt auf die nächsten Kämpfe, was ich noch alles verbessern muss. Klar, das ist halt so ein Hauptding, ja. Deswegen, da habe ich halt ein Riesenproblem. Gerade der hier, oder wenn ich FKS-Damage machen will, ja, habe ich halt hier wenig Chance mit dem Ring. Das ist halt ein Riesenmanko. Ja, mit den Flammen bin ich jetzt halt immer noch nicht weiter. Also ich habe zurzeit mega viel Pech. Habe in den letzten 2 Wochen eigentlich selbstständig nur 2 Flammen oder so bekommen. Also normalerweise irgendwie seltsam, aber okay. Bin aber zufrieden, was ich sagen muss, mit den Equip-Teilen, die ich jetzt bisher noch gemacht habe. Wird sich zeigen, was noch so kommt. So, der zweite Teil des Videos soll noch ein bisschen zu dem aktuellen Event, dem Tarot-Event, ein bisschen dienen. Ich finde das Event, naja, ein bisschen überflüssig, weil es bringt nicht viel. Ihr habt im Endeffekt die Möglichkeit, täglich 5 so Sets zu erfarmen. Da müsst ihr irgendwie, ja, die Karten oder was das auch immer ist, farmen. Die seht ihr nicht, sondern hier geht es halt runter, so ein Zähler. Und dann könnt ihr 5 Sets pro Tag so farmen. Dann kriegt ihr so ein Set, wenn ihr dann draufklickt. Und dann könnt ihr hier bei Events, Seerwettstreit, könnt ihr erstmal die Preise anschauen. Die Sachen könnt ihr holen. Ich habe jetzt aktuell 23 von diesen Münzen. 60 kostet so eine goldene. Und da kann auch Schmuckstein, Biopod, kann aber magische Steine oder so rauskommen. Ja, es ist, dauert ein bisschen, bis man es erreicht. Man könnte natürlich auch die Rangliste machen. Da kriegt der erste Platz 3000 DR. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Gerade wenn man jetzt selber noch DR reinsteckt, um da auf Platz 1 zu sein, völlig behämmert. Aber so ein bisschen vom Event, wir starten jetzt mal so ein Set. Es ist so, ihr müsst quasi, hier hat er jetzt eine weiße Karte benutzt, dann könnt ihr im Endeffekt auch eine weiße benutzen. Und ihr müsst entweder gleich liegen als der Gegner, dann kriegen beide keinen Punkt im Endeffekt. Oder ihr habt eine Karte höher, dann kriegt ihr einen Punkt. Der, wo siegt, der kriegt quasi eine größere Menge an Punkte quasi. Also an so komischen Münzen, Seher-Münzen heißen die. Und ja, wir probieren jetzt einfach mal eine Runde. Wir nehmen jetzt einfach die goldene Mitte, ist gleich groß. Somit haben beide keine Punkte bekommen. Jetzt nehmt ihr eine schwarze, ich nehme jetzt einfach mal die hier. Ist größer, somit habe ich einen Punkt. Es gibt da sicherlich Taktiken. Ihr könnt ja mal eure Taktik da reinstellen, was ihr nehmen wollt. Weil jetzt kommt halt die Frage, was nehmt ihr jetzt? Ihr müsst ja irgendwann auch die 0 und die 2 nehmen. Ist gleich groß, das ist natürlich Glück gewesen. Jetzt können wir mal, ja, man könnte jetzt auf die 1 gehen oder auf die 5. Oder man nimmt halt eine von denen, dass man auf jeden Fall höher liegt. Könnte ja auch die 7 sein, wir nehmen mal die hier. Ist kleiner, okay, dann hat er jetzt die 7. Vielleicht muss man das auch ein bisschen aufschreiben, was es ungefähr sein können. Weil ich schätze mal, dass er dann die 7 genommen hat oder so. So, jetzt nehmen wir wieder eine schwarze. Wir nehmen einfach die ja, ist gleich groß, okay, er hat auch die 6 benutzt. Dann nehmen wir jetzt, er hat im Endeffekt jetzt noch die 5 könnte haben. Dann nehmen wir jetzt einfach mal größere Zahl. Jetzt steht schon 1 zu 2. Aber jetzt kann er halt immer noch die 0 oder so haben. Ja, oder halt auch eine größere Zahl. Das weiß man eben nicht. Wir nehmen jetzt einfach die größte. Ist gleich groß, okay. Ja, das ist jetzt natürlich, wenn wir Glück haben, okay, ist kleiner. Ja, und jetzt könnte es natürlich sein, ja, ist gleich groß, also unentschieden sogar. Damit hat man jetzt halt nur 2 Seher-Münzen erhalten, also für 2 Punkte, 2 Münzen. Ich glaube, wenn man gewinnt, dann kriegt man irgendwie mehr
Und wenn man halt verliert, kriegt man, glaube ich, nur auch die Punkteanzahl, die man jetzt hatte. So ist das Event. Vom Faktor her würde ich jetzt sagen, ihr habt auch gemerkt, so viel Erfahrung habe ich jetzt damit noch nicht gemacht, weil ich es auch nicht aktiv spiele, weil ich es eigentlich eher sinnlos finde. So eine schlechtere Version von Yutnori, kann man sagen. Also eigentlich unnütz, das Spiel zu machen, muss ich sagen. Vielleicht mal so als nettes nebenbei, aber sonst, ich glaube nicht mal, dass ich eine goldene zusammenkriege, weil ich das so inaktiv spiele. Könnt ihr ja in die Kommis schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Vielleicht mögt ihr es ja. Und sonst, das war jetzt eher so nochmal ein Equip-Update. Wir werden jetzt so die nächsten paar Wochen mal ein paar Fights oder so mit reinschneiden, die ich jetzt gemacht habe. Und dann werden wir mal sehen, ob das euch so in der Form gefällt. Dann können wir das auf jeden Fall weiterführen. Dann wäre es das für das Video. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.